Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny, schön, dass du da bist. Heute in diesem Video möchte ich dir eigentlich gerne sechs verschiedene Pflanzen vorstellen, die ganz einfach zu halten sind. Das heißt, du brauchst nicht so wirklich ein Wachstumslicht. Du musst auch nicht so wirklich auf irgendwelche Nährstoffe achten. Du kannst sie an dein sonniges Fenster stellen. Genau, also sozusagen so eine typischen Anfängerpflanzen. Das heißt, ich würde auch direkt gerne mit der Deliciosa hier anfangen, die direkt neben mir steht. Ich glaube, jeder kennt sie, jeder hat sie schon mal gesehen. Das ist so eigentlich so die Pflanze, die gefühlt in jeder Ecke wachsen kann. Genau, es gibt sie halt in der kleinen und in der großen Form, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das heißt, wenn ihr die eigentlich regelmäßig pflegt oder wässert oder normales Wasser gebt, dann ist das halt eigentlich kein Problem. Ich zeige sie dir auch gleich nochmal. Bei mir stehen 1, 2, 3, 4, 4 Pflanzen drin. Das heißt, deswegen sieht sie bei mir vielleicht auch ein bisschen voller aus. Genau. Dann kriegt auch gleich zwei neue Blätter die Pflanze. Schwer. Und zwar steht sie bei mir in so einem 25-Liter-Eimer. Deswegen ist das eigentlich mal schon ein sehr große Aktivpflanze von A nach B zu bewegen. Das heißt, was braucht ihr dafür? Ich glaube, die Pflanze kriegt ihr normalerweise schon inzwischen in jedem Baumarkt. Sehr einfach zu haltende Pflanze. Ihr müsst halt nur ein bisschen darauf achten. Die Pflanze hat eigentlich eine Vorder- und eine Rückseite. Und zwar auf der Vorderseite kommen die ganzen Blätter raus und auf der Rückseite die Wurzeln oder diese Luftwurzeln. Deswegen wäre es halt schön, wenn ihr diese Luftwurzeln gegen einen Wachstumsstab arrangiert. Ne, also nicht, dass ihr, wenn da mehrere Pflanzen in einem Topf sind und die wachsen halt alle so kreuz und quer, das ist halt eigentlich immer nicht gut. Denn wenn ihr die Pflanze von Anfang an nicht richtig befestigt oder die Pflanze wächst dann halt so krumm und schief, dann kriegt ihr hinterher, wenn sie mal wirklich ein bisschen größer ist, ein paar Probleme, weil dann sieht es unten nämlich so aus und dann wollt ihr so oben nämlich richtig festbinden. Das ist eigentlich immer ein bisschen schwieriger. Das heißt, denkt dran, man sieht das halt eigentlich immer erst, wenn die Pflanze doch schon ein bisschen größer ist, wo denn doch durch die Wurzeln rauskommen und auf welcher Seite denn die Blätter. Das heißt, wenn ihr jetzt halt wirklich schon ein bisschen fortgeschritten näher seid und ihr wollt, dass die Pflanze ein bisschen gerade wächst und nicht so wie meine hier. Meine wächst inzwischen auch einfach so kreuz und quer, wie sie möchte. Dann gibt dem Ding noch so einen kleinen Bambusstab. Ihr könnt da alles Mögliche verwenden, zwischen Bambusstab bis hin zu Metall, einfach so einen Metallstab. Ihr könnt auch eine Holzplatte nehmen. Das ist eigentlich völlig egal. Oder ihr nehmt einfach gar nichts. Ne, dann fällt sie euch nur eigentlich irgendwann mal um. Wenn ihr sie wirklich gerade haben wollt, ist eigentlich euch überlassen. Die vermehrt sich auch relativ einfach. Das heißt, wenn ihr jetzt schon einen Schritt näher oder einen Schritt weiter gehen wollt und wollt sagen, boah, wie vermehre ich denn jetzt meine Deliciosa, dann ist das eigentlich auch ganz einfach. Und zwar erkennt ihr das halt eigentlich ziemlich einfach. Da, wo Wurzeln rauskommen, ist eigentlich immer eine Node. Na, seht ihr das hier unten? Nee, ne? Okay, dann zeige ich euch das jetzt bestimmt in der Nahaufnahme. Und zwar eine Pflanze hat eigentlich immer, also zwischen da, wo die Blätter rauskommen, ist eigentlich immer die Node. Das heißt, da könnte eine neue Pflanze entstehen, wenn ihr das jetzt kurz davor und kurz danach abschneidet und das theoretisch in Wasser stellt, dann könnte daraus eine neue Pflanze wachsen. Das könnt ihr ganz einfach machen. Der Kopfsteckling, das heißt, wenn ihr das oben einfach abschneidet, der funktioniert eigentlich immer am besten. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr zwischen vor und hinter der Node eigentlich immer genug Platz lasst. Das heißt, wenn das wirklich dann anfängt, mal zu faulen oder irgendwelche Sachen zu machen, dass ihr dann halt genug Platz habt. Wenn ihr dann irgendwie so einen Millimeter vor der Node halt wirklich abschneidet, dann habt ihr im Endeffekt irgendwie immer ein bisschen Pech gehabt. Genau, die Deliciosa. Ich hatte in meiner alten Wohnung auch zwei richtig große Deliciosas, Deliciosen. Schade, dass sie nicht überlebt haben, als ich umgezogen bin, weil die waren wirklich drei bis viermal so groß wie die hier. Und das war eine richtig schöne große Pflanze, die hatte so richtig schöne große Blätter.
Ich stand bei mir auch irgendwo an einem Ritter, in einem etwas schattigeren Fenster. Auch kein Problem. Delizosa, genau, die typische Anfängerpflanze. Dann würde ich sagen, auch schon direkt zur zweiten Pflanze, und zwar Syngonien. Syngonien aller Art sind relativ oder sind schon sehr anfängerfreundlich. Da habt ihr auch noch genug eine breite Range, wo ihr euch aufhalten könnt. Das heißt, ihr hättet zum Beispiel eine Albo variegata. Damit habe ich zum Beispiel angefangen, um zu sagen, ey, du möchtest vielleicht mal ein bisschen selber, du möchtest gerne vielleicht auch mal ein bisschen Variegation haben und sagen, boah, jedes Blatt sieht anders aus und das ist voll schick, aber ich habe vielleicht nicht so einen grünen Daumen. Dann wäre vielleicht die Albo variegata was für dich. Da könntest du dich halt auch schon mal ein bisschen auseinandersetzen, mit wie vermehre ich denn die Pflanzen oder wie erhalte ich zum Beispiel Variegation. Denn die Variegation oder der Weißanteil in der Albo variegata ist zum Beispiel nicht fest oder eher die Pflanze vergrünt ab einem gewissen Zeitpunkt. Ne, das heißt, je länger oder je älter sie wird, desto weniger Weißanteil ist irgendwann drin. Und da könntet ihr euch zum Beispiel auseinandersetzen mit, ey, wo schneide ich sie jetzt am besten ab, damit ich mehr Weiß erzeuge oder den Weißanteil erhalte. Ne, das macht eigentlich auch immer sehr viel Spaß. Genau, und als Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel die Three Kings mitgenommen oder hierbei, die ist halt so fast so ähnlich. Ja, und zwar hat sie nicht so einen typischen Weißanteil, sondern ist halt eher so ein bisschen oder eine grüne Variegation. Finde ich halt persönlich auch eine sehr schöne Pflanze. Braucht sie halt auch, brauchen die Pflanzen unbedingt jetzt extra Licht? Nö. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass die variegierten Pflanzen doch mehr Licht bräuchten als Pflanzen, die zum Beispiel keine Variegation haben. Woran liegt das? Und zwar die Variegation oder der Weißanteil erzeugt kein Chlorophyll. Das heißt, er sieht zwar wunderhübsch aus, der Weißanteil oder die weißen Stellen einer Pflanzen an dem Blatt, sind aber für die Pflanze völlig irrelevant oder sie helfen der Pflanze nicht. Und deswegen ist das halt so, okay, deswegen braucht halt, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mal so ein 50-50-Blatt angucken, wo war es jetzt hier, das hier zum Beispiel, ne, dann ist zum Beispiel nur die eine Hälfte erzeugt wirklich Chlorophyll und ist für die Pflanze hilfreich. Der andere Teil hier auf der Seite ist eigentlich völlig irrelevant. Und deswegen muss man da halt schon so ein bisschen vorsichtig sein. Aber Syngonien aller Art sind wirklich sehr, sehr einfach zu halten. Bei mir sind gerade 25 Grad und ich fange sehr an zu schwitzen an und wir sind gerade bei 8 Minuten. Von daher entschuldige, wenn ich jetzt hier irgendwie ein bisschen mir alles von der Stirn wische. Okay, Syngonien. Genau, mit Syngonien habe ich persönlich halt auch angefangen. Wirklich sehr hübsche, sehr einfache Pflanzen. Wo findet ihr sie? Ihr könnt euch entweder auf den berüchtigten Pflanzenportalen wie zum Beispiel Grow Jungle, oh Gott, jetzt fallen mir die Namen nicht ein, Harmony Plants oder Plants.com gibt es, glaube ich, halt auch noch. Na, da könnt ihr euch zum Beispiel so eine Pflanze bestellen oder auch schon im Bauhaus, in Pflanzenshops. Da sind die halt eigentlich schon sehr, sehr bekannt oder sehr, sehr gut erhältlich. Kosten auch, glaube ich, nicht so viel. Ne? Also die Three Kings wäre jetzt eigentlich schon so ein bisschen was schon ein bisschen teurer wäre. Ne? Gerade so diese variegierten Versionen, die sind da halt schon so ein bisschen teurer. Das heißt, was würde ich als teuer definieren? Das heißt, so, ich glaube, so Mitte zweistelliger Bereich, glaube ich, würde ich mal so schätzen. Ja, zumindest damals, als ich sie gekauft habe. Genau, also je nachdem, welche Syngonie ihr jetzt halt haben wollt. Ne? Aber die Deliciosa und Syngonien sind wirklich so mit einer der einfachsten Pflanzen, die ihr halt haben könnt. Und sie vermehren sich halt auch wirklich ganz einfach. Kann ich das hier zeigen? Nee, ich zeige dir das an einer anderen Pflanze. Genau, ich zeige es dir vielleicht nochmal. Also rein für eine Syngonie finde ich das halt wirklich schon sehr schick. Da kann man wirklich schon nicht mehr erwarten, also nicht mehr Abwechslung. Hier sind auch wieder mehrere drin. Deswegen sieht das halt auch irgendwie immer ein bisschen voller bei mir aus, aber nicht,
Aber nicht wundern, finde ich auch wirklich eine sehr schöne Pflanze. Also weil die Blätter halt wirklich alle anders aussehen und wenn du da halt wirklich mal von oben so rauf guckst, die Variegation ist halt auch noch sehr schön. Oder ich mag halt so grüne Variegation eigentlich immer nicht so wirklich, weil es nicht so offensichtlich ist. Aber bei der Three Kings ist das halt wirklich schon was ganz anderes. Oder bei der Albo Variegata, da hast du wirklich grün versus weiß. Das ist sehr schön. Bei der Albo Variegata müsst ihr wirklich aufpassen oder bei allen variegierten Pflanzen, dass euch die Weißanteile irgendwann anfangen wegzubraunen. Das ist völlig normal. Könnt ihr was dagegen machen? Ja. Also entweder ihr habt so einen wirklich perfekten, so eine richtig Laborumgebung, dann würde ich sagen, kriegt er hin. Es gibt halt auch noch Silica, das soll so ein bisschen so die Pflanze stärken und mehr die Energieaufnahme sozusagen erleichtern, sodass die Pflanze wirklich mehr Energie kriegt, um nicht die Energie aus diesen Weißanteilen rauszuziehen, weil die Pflanze merkt ja selber, dass das für sie nicht wirklich hilfreich ist und deswegen zieht sie die Energie aus diesen variegierten Stellen und packt die Energie dann meistens in ein neues Blatt oder in Wurzeln, deswegen wird es braun. Habe ich damit schon Erfahrung gemacht? Ja, ich habe Silica mal verwendet. Bei mir klumpt das aber bei einer gewissen Zeit und ich habe da nicht so wirklich den Erfolg gesehen und hab mich damit abgefunden, dass das irgendwann mal alles braun wird. Das ist sehr schön. Das heißt, fallt nicht drauf rein, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein schönes 50-50 Blatt habt oder so. Es wird irgendwann braun. Es macht irgendwann mehr Probleme oder ihr werdet da irgendwie nur sehr traurig mit der Zeit. Syngonien Teil 3. Und zwar habe ich hier eine wunderschöne Mottel. Sie hängt ein bisschen runter, ich weiß, aber ich richte sie mal für euch ein bisschen auf. Normalerweise steht sie bei mir in einem Regal und wächst da so ein bisschen an der Wand entlang. Deswegen wächst sie halt auch so ein bisschen komisch. Und zwar das hier wäre zum Beispiel die Mottel. Und habe ich ja noch einen Trieb für dich. Jo, hier zum Beispiel. Genau, die Mottel wächst so ähnlich so ein bisschen so wie hier. Ne? Also je nachdem, die älteren Blätter sehen dann halt wirklich so aus, dass sie halt wirklich so ein bisschen weiß gesprenkelt sind. Die neueren Blätter sind dann halt eher so ein bisschen grün auf grüne Variegation. Genau, das könntet ihr zum Beispiel bei der Mottel erwarten. So eine Pflanze hier. Ein sehr schönes Blatt, oder? Ne? Wenn die halt schon so ein bisschen älter werden. Und diese Variegation dann halt doch so ein bisschen mehr zum Vorschein kommt, dann sieht das wirklich schon sehr schön aus. Genau, die Mottel, wie ihr sehen könnt, bei mir wächst die Pflanze halt eigentlich so wie doch schon ein bisschen länger. Das wäre zum Beispiel halt auch noch eine super Anfängerpflanze. Ihr habt eine Variegation. Das heißt, wie würdet ihr sie vermehren? Das ist halt eigentlich ganz einfach. Hier sieht man es wirklich sehr schön und zwar hier habt hier. Da kriegt ihr Luftwurzeln, da kommt halt auch gleich ein Blatt raus an der gleichen Stelle. Dann geht es hier weiter. Dann habt ihr hier wieder, theoretisch wieder Wurzeln. Und das wäre zum Beispiel hier eine Node. Das wäre eine Node. Hier kommen die Wurzeln raus und hier kommen die Wurzeln raus. Das heißt, was würde ich machen? Ich würde jetzt eigentlich genau hier 50-50 hier schneiden und hier schneiden. Dann habt ihr hier sozusagen in der Mitte genug Platz. Ihr habt auch schon Wurzeln. Ihr habt dann hier auch schon ein Blatt. Und würdet dann beides theoretisch mit Zimt bestreuen, wenn ihr das habt. Das wirkt so ein bisschen antibakteriell, dass das nicht anfängt zu schimmeln. Steckt das ein bisschen in Wasser oder direkt in die Erde und dann habt ihr eine neue Pflanze. Das ist wirklich sehr einfach und das funktioniert auch bei allen Syngonien. Ja, genau. Ne? Hier theoretisch genau das Gleiche. Hier kommt ein neues Blatt raus, hier sind die Wurzeln, macht so 50-50 und dann habt ihr das. Warum hänge ich die nicht weiter an? Oder warum nehme ich ja nicht noch einen Bambusstab für die? Ist eigentlich ganz einfach, weil bei mir steht sie wirklich an der Wand und ich brauche das nicht. Normalerweise schlängelt sie sich so ein bisschen an der Wand entlang, aber ich dachte jetzt für das Video mache ich sie mal ab und hält, genau. Mache ich sie so ein bisschen ab, um sie dir zu zeigen. Genau.
Mottelt finde ich eigentlich eine sehr schöne Pflanze. Normalerweise, also die Pflanze ist so ein bisschen, was so Licht angeht, ein bisschen, sie braucht doch schon einen helleren Standort, habe ich festgestellt. Gerade auch wenn man sie, also um gerade auch die Variegation zu erhalten, ne, wie ihr sehen könnt, wenn sie neu rauskommen, dann seht ihr da halt erstmal gar nichts von. Das ist halt auch völlig normal. Die braucht halt wirklich erstmal eine gewisse Zeit, die Variegation, um halt wirklich zum Vorschein zu kommen. Genau. Verzagt nicht. Verzagt nicht, wenn ihr denn doch. Boah, ich laufe gerade wirklich weg. Puh. Verzagt nicht, wenn ihr die Pflanze zum Beispiel abschneidet. Und ihr möchtet sagen, boah, ich möchte gerne nicht eine Pflanze, sondern ich mache mir meinen Ableger. Dann ist das völlig normal, dass die ersten Blätter nicht so viel Variation haben. Damit hatte ich zum Beispiel zu kämpfen mit, weil ganz unten sehen sie dann halt wirklich schon, wenn sie nicht so viel Licht kriegen, man kann ich das zeigen, ne, an dem Blatt hier vielleicht. Genau, wenn sie zum Beispiel nicht so viel Sonne kriegen, dann sieht das Blatt aus wie das da oder wie das da oben drüber. Ne? Dann sehen sie zum Beispiel so aus, wenn sie nicht genug Sonne kriegen, dann verschwindet so ein bisschen die Variation. Damit müsst ihr zum Beispiel rechnen, wenn ihr nicht genug, wenn die Pflanze nicht genug Licht kriegt. Und hier oben, wenn sie dann genug Licht kriegt und wenn die Blätter dann halt schon so ein bisschen älter sind, dann sieht das halt so richtig schön aus, wie hier vorne. Genau. Syngonien wirklich wahnsinnig einfach. Einfach Ableger zu schneiden, je nachdem, was ihr halt habt oder was ihr euch da gönnt, ist das wirklich mit einer der einfachsten Pflanzen, mit denen ihr anfangen könnt. Genau. Genau, so theoretisch, ne, ich könnte hier auch wirklich 25 Stück draus machen, wenn ich jetzt ja jedes Mal an einem Wachstumspunkt, ne, sagen wir es mal auf Deutsch, nicht Node, sondern Wachstumspunkt, hier, wenn ihr zum Beispiel Luftwurzeln habt, dann ist es natürlich hier mit einer der besten Sachen, die ihr haben könnt. Ich würde auch immer darauf achten, dass ihr ein Blatt habt zu dem Wachstumspunkt. Genau. Jetzt eine andere Sache, warum sind zum Beispiel die Abstände bei der Pflanze zu groß oder so groß zwischen Node und Node? Hier zum Beispiel, hier finde ich den wirklich schon etwas länger im Vergleich zu vorher. Das liegt daran, dass die Pflanze nicht genug Licht kriegt. Das heißt, die Pflanze versucht halt eigentlich so schnell wie möglich zum Licht zu wachsen und deswegen werden die Abstände halt auch irgendwie immer größer. Das heißt, wenn sie jetzt wirklich unter der prallen Sonne stehen würde oder halt ihr die mit Licht vollpumpt, dann werden die Abstände halt auch wirklich wahnsinnig oder sehr viel kürzer zwischen Blatt und Blatt. Genau, liegt nur daran, dass ich die Pflanze jetzt sage, okay, dass ich ihr jetzt nicht mehr Licht gebe, weil so wertvoll ist sie für mich nicht. Sie sieht schön aus, ne? Wenn sie genug Licht kriegt, dann sieht sie halt wirklich schon sehr schön aus. Was man auch noch so ein bisschen bedenken muss, ist, dass die Oberfläche nicht so wirklich glatt ist. Ne? Man sieht halt so ein bisschen, dass die Syngonie halt so ein bisschen, die Blattoberfläche ist so ein bisschen rau und so ein bisschen bumpy, hätte ich jetzt gesagt. Ne? So ein bisschen gewölbt, da wo die Variegation halt wirklich ist. Da fängt es dann halt an, dass das Blatt halt so ein bisschen zu wellen. Das finde ich halt auch, das ist bei der Pflanze wirklich auch normal. Wenn ihr es mal wirklich live seht, dann werdet ihr sehen, die Stellen, die wirklich komplett grün sind, zum Beispiel diese ganz dunklen Stellen hier, die sind so ein bisschen, so ein paar Millimeter, treten die wirklich aus dem Blatt raus. Das ist normal bei der Pflanze. Genau. Syngonien. Das war jetzt die Mottelt. Dann habe ich noch eine Burle Marx Variegata für dich. Das ist so, wenn ihr jetzt halt wirklich schon so ein bisschen sagt, okay, ihr habt jetzt ein paar Pflanzen, dann würde ich euch zum Beispiel halt auch eine Burle Marx Variegata empfehlen. Hier ist die Variegation aber nicht stabil. Was heißt das? Genau, auch so wie bei der Albo variegata wächst die Variegation irgendwann raus. Das heißt, je älter die Pflanze wirklich wird, desto mehr verschwindet so ein bisschen die Variegation. Wie zum Beispiel hier, das ist doch wirklich ein schönes variegiertes Blatt hier. Ansonsten ist meine Version oder meine Burle Marx ein bisschen grüner. Genau.
Aber finde ich persönlich halt auch eine sehr schöne Pflanze. Könnt ihr auch ohne Licht halten. Wie gesagt, denn wenn ihr variegierte Pflanzen nicht genug Licht gebt oder wirklich sie an einen schattigeren Ort stellt, dann müsst ihr halt nur daran denken, dass die Variegation nicht so stark zum Vorschein kommt. Ne, wie zum Beispiel bei der Mottel, die ich dir eben gerade gezeigt habe, dass das so ein bisschen grün in grün übergeht und dass das nicht wirklich oder nicht so stark zu sehen ist, wie jetzt hier zum Beispiel, dass du wirklich hast, so wie Tag und Nacht, sondern die Pflanze versucht dann halt so natürlich so viel Licht aufzunehmen, wie es irgendwie geht und versucht diese Variegation dann halt doch irgendwie ein bisschen grüner zu halten, damit das halt mehr Licht aufnehmen kann. Aber auch hier eine sehr schöne, einfache Pflanze. Ansonsten, sie wächst ein bisschen, was ich bei der Pflanze so ein bisschen liebe, dass sie so sehr wild wächst. Ne? Das seht ihr vielleicht, kann ich das so machen? Ne? Sie wächst wirklich schon sehr chaotisch. Das heißt, sie wächst halt so ein bisschen baumartig oder sie verzweigt sich so ein bisschen. Das heißt, dass du hast hier so einen Stamm und dann wächst das so ein bisschen. Wenn das jetzt hier der Hauptstrieb ist, dann kommt da was raus und dann kommt da links was raus. Das verzweigt sich so ein bisschen. Genau, gerade wenn ihr so mehrere Pflanzen in einem Topf habt, dann sieht das wirklich schon sehr kryptisch aus. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück drin. Deswegen ist das halt auch so schön voll bei mir. Ich mag das eigentlich immer, wenn man so mehrere Pflanzen in einem Topf hat, dann sieht das eigentlich immer ein bisschen voller aus. Genau. Bei der Bole Max Variegata glaube ich, dass die Variegation. Tripse? Okay. Dass die Variegation, da bin ich mir nicht sicher, ob sie stabil ist oder nicht, denn ich hatte vor, oder die Pflanze, die war wirklich mal 1,50 Meter groß und ich habe sie dann halt einfach abgeschnitten, weil das war so ein typischer Fall von zwei Drittel nichts und oben kommen so ein paar Blätter raus. Hat mir nicht gefallen, habe ich abgeschnitten. Die hatte bis zum Schluss Variegation. Also auch bei 1,50 Meter oben war die halt genauso schön variegiert wie vorher. Ich glaube aber, dass das halt irgendwann ergrünen kann. Das heißt, genauso wie bei der Albo Variegata, ihr müsst das dann ab einem gewissen Zeitpunkt doch wirklich schon zurückschneiden oder Ableger schneiden, damit der Weißanteil euch erhalten bleibt. Und jetzt zeige ich das gerade im vollkommen falschen Blatt hier. Ne, damit der Weißanteil wirklich erhalten bleibt. Ihr seht das auch schon immer am Stamm. Wenn der Stamm. Ne, meine Stämme sind alle grün. Wenn die Stämme halt auch so ein bisschen Weißanteil haben, dann könnt ihr eigentlich sicher sein, dass da irgendwann mal ein weißes Blatt rauskommt. Genau, Bulle Max Variegata. Es steht zum Beispiel halt auch bei meiner Mutter am Fenster. Genau, ihr müsst dann halt wirklich immer nur darauf achten, wenn ihr das irgendwie an einem Fenster stehen habt und dann über Winter, dann sieht die Pflanze natürlich dann irgendwann nicht so schön aus, wie ihr das vielleicht immer auf Instagram oder Co. seht. Kann ja natürlich nicht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Licht 12 Stunden am Tag im Winter anhab, dann kann natürlich so ein Fenster nicht mithalten. Ich habe zum Beispiel noch eine Cebu Blue. Die gefällt mir wirklich sehr schön, weil sie halt auch wirklich so einen leicht bläulichen Touch hat. Genau. Oder auch diese ganzen Epipremnum-Arten, die sind halt natürlich halt auch der Renner oder auch schon sehr einfach oder einfach herzuhalten. Wie gesagt, wenn die Pflanze nicht genug Licht kriegt, dann werden die Abstände zwischen den Blättern, das hier zum Beispiel, werden die immer länger. Das ist völlig normal. Oder ihr habt denn zum Beispiel sowas, kommt denn dabei raus, wenn sie nicht genug Licht kriegt? Wie gesagt, die Pflanze versucht nur so schnell wie möglich mehr Licht zu kriegen. Und deswegen werden die Abstände auch irgendwie immer länger und die Blätter auch immer kleiner. Das heißt, wenn sie jetzt nicht, wenn ihr zum Beispiel so einen langen Trieb habt, der 1,50 Meter ist und die kriegt aber nur hier ihre Nährstoffe, dann ist natürlich klar, dass die Blätter irgendwann immer kleiner werden. Denn sie muss ja irgendwie über 1,50 Meter lang die ganzen Nährstoffe transportieren. Genau. Deswegen, ja. Cebu Blue finde ich eigentlich immer eine sehr schöne Pflanze, weil ich habe mir hier so einen kleinen Wachstumsstab alleine gebastelt. Das ist wirklich nur so ein PVC-Rohr mit
Kokosfasern und dann einfach drumherum gebunden. Ne, das finde ich eigentlich immer sehr schön, wenn man das jetzt hier irgendwie noch ein bisschen besser rumgebunden hätte, dann sähe das halt wirklich ganz schick aus. Stört mich aber nicht jetzt in dem Fall, weil das bei mir in einem Regal steht und das stört mich nicht, wenn das so ein bisschen runterhängt oder irgendwo nach links und rechts wächst. Genau. Aber das finde ich persönlich halt auch eine sehr schöne Pflanze, gerade weil die Blattfarbe halt auch nicht so zwangsweise immer komplett grün ist, sondern so einen leicht bläulichen Touch hat. Genau. Puh, 25 Grad und Video machen in einem geschlossenen Raum ist halt echt anstrengend. Jetzt habe ich persönlich noch meine letzte Pflanze und zwar, das ist die, ich habe es mir aufgeschrieben, Red Emerald hier hinten, das ist die Pflanze hier. Und zwar, ich bin ca. 1,80 Meter, 1,85 oder irgendwie sowas. Und die Pflanze steht bei mir auf dem Boden. Das heißt, sie ist wirklich größer als ich, wenn man sie jetzt noch so ein bisschen aufrichten würde. Genau, größer als ich. Ich habe sie bestimmt schon viermal abgeschnitten. Ich weiß nicht mehr, was ich mit diesen Ablegern machen soll. Diese Pflanze wächst und steht bei mir an der also nicht an der dunkelsten Ecke, aber doch schon in einer sehr schattigen Ecke. Und die Pflanze wächst und wächst und wächst. Das ist wirklich, wenn ich jetzt sagen müsste, welche Pflanze wächst wie Unkraut, dann würde ich dir diese Pflanze empfehlen. Red Emerald. Die Pflanze hatte, glaube ich, mal. Seht ihr das hier unten? Nee, ne? Die Pflanze hatte wirklich mal, ich glaube, so große, so lange Blätter und so dicke Blätter. Natürlich, ne, je länger sie wird, desto kleiner werden die Blätter, habe ich dir eben gerade erzählt. Das heißt, wenn ihr wirklich größere Blätter haben wollt, na gut, als Anfänger interessiert euch das nicht, ne? Aber ich erzähle jetzt gerade den Unterschied zwischen einem trockenen und einem nassen Moosstab. Denn wenn ihr einen nassen Moosstab habt, den ihr dann immer nass halten müsst, dann wachsen diese Nodes, ne, oder diese Wachstumspunkte in diesen nassen Moosstab rein und können dann sozusagen da die Energie rausziehen. Und deswegen habt ihr dann gleich an der Node die Energie, die wird dann direkt ins Blatt übertragen und deswegen werden die Blätter auch immer größer. Wenn es jetzt von 1,50 m die Energie nach oben muss, irgendwann ist es nicht mehr ausreichend und deswegen werden die Blätter immer kleiner. Also, meine Definition von Unkraut. Wirklich dieser Red Emerald. Hier sind auch eins, zwei, auch schon mehrere Stück dran. Drei, vier, fünf Stück oder so. Ich hatte mir halt eigentlich immer gesagt, genau hier ist der Moosstab zu Ende, genau auf der Höhe, dass ich die dann halt immer, wenn sie wirklich rüber wächst, abschneide. Denn ich will jetzt hier nicht noch einen Moosstab ranhängen, denn wie ihr seht, ist das Ganze schon ein bisschen schon so ein bisschen wackelig. Bei mir steht es halt auch an der Wand. Ja, Red Emerald. Wirklich könnt ihr auch irgendwie, wenn ihr das geschickt oder frühzeitig bindet, könnt ihr das auch irgendwo anders ran entlang hangeln lassen als jetzt an so einem Moosstab. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie schnell diese Pflanze wächst. Das kann mir auch nur so vorkommen, ne? Denn immer wenn ich gucke, ist sie schon immer größer als ich. Ich schneide sie normalerweise, wo habe ich sie das letzte Mal abgeschnitten? Genau, letztes Mal habe ich sie, glaube ich, hier abgeschnitten. Hier habe ich ein paar Punkte. Genau, und das ist halt eigentlich immer so der Punkt, wo ich sage, genau hier die Größe. Hier ist der Moosstab zu Ende. Dann habt ihr irgendwie so ein Stück, das hält irgendwie immer ein Jahr. Nee, ist aber nicht der Fall. Die Pflanze wächst irgendwie wirklich, das ist echt atemberaubend. Red Emerald, wirklich. Sie kriegt nicht viel Licht. Das heißt, bei mir steht sie da hinten in der Ecke. Normales Wasser und faszinierend. Habt ihr vielleicht auch so eine Pflanze, wo ihr sagt, okay, eure Definition von Unkraut, das heißt, egal was ihr mit dieser Pflanze macht, sie wächst euch über den Kopf und alle eure Freunde und Familienmitglieder haben auch schon mindestens vier Pflanzen davon. Das soll ja vorkommen. Würde mich mal freuen, was so das Pendant bei euch ist. Genau. Wirklich, Red Emerald. Drei, viermal abgeschnitten. Ich habe in meiner Box noch ein paar. Ich habe sie jetzt ab und zu weggeschmissen. Meine Mutter hat auch schon zwei Stück davon. Ich weiß nicht mehr, wohin damit, wirklich.
Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann fassen wir vielleicht nochmal kurz zusammen. Syngonien sind eigentlich so mit einer der Einstiegspflanzen, die ihr haben könnt, die wirklich auch am einfachsten sind, wofür ihr nicht so wirklich ein Wachstumslicht braucht. Klar, ein Licht ist natürlich immer im Winter empfehlenswerter. Habt ihr keins, wollt ihr keins, ist das völlig normal. Wenn ihr aber anfangt, auf variegierte Pflanzen umzusteigen, das heißt, sei es jetzt irgendwie die Albo variegata oder in dem Fall die Three Kings oder so, müsst ihr wirklich sehr aufpassen. Denn es kann sein, dass die Pflanze nicht mehr so schön aussieht, wie ihr sie gekauft habt, weil die Pflanze dann grün wird oder die Abstände zwischen den Blättern so lang werden. Kann ich verstehen, wenn man das nicht mag, aber ihr wisst zumindest warum. Es ist zu dunkel. Und genau. Normalerweise bei mir kriegen die Pflanzen so um die 10 bis 12 Stunden jeden Tag Licht, das heißt 24, also jeden Tag über das ganze Jahr verteilt sind hier 12 Stunden das Licht an, und deswegen sehen meine Pflanzen vielleicht auch ein bisschen anders aus als deine oder als eure. Genau. Ich mache jetzt Feierabend, bevor mein T-Shirt komplett nass ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder. Wuff.